FM15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Birgit. Heute habe ich einen interessanten Termin. Heute gibt es Silent Walking Disco. Oliver Hangl ist ein umtriebiger Kulturarbeiter bei uns in der Stadt Wien und der macht Silent Gehsteig Discos, Silent Bootskonzerte, Silent Walking Konzerts und heute nehme ich teil an einer Silent Walking Disco. Und bin sehr gespannt. Ich war bei allem anderen schon dabei, aber Silent Walking Disco habe ich noch nie erlebt und das werden wir uns heute anschauen. Treffpunkt ist Ecke Johnstraße, Hütteldorfer Straße, darum ist da schon so ein bisschen laut. Ich werde berichten. Oliver Hangl, heute dein Silent Disco, Silent Walking Disco. Silent Walking Disco. Funkofferer Disco im Gehen. Heute gehen wir durch den 15. Bezirk. Wir sind jetzt gerade an der Ecke Johnstraße, Hütteldorfer Straßen, Eingang Meiselmord. Die Leute schauen alle ganz. Wie oft hast du das schon gemacht? Das ist ja eine neue Marke bei dir im Portfolio. Ja, also die Gehsteig-Disco gibt es seit der Jahrtausendwende. Das ist eine statische Disco, Funkofferer Disco im öffentlichen Raum. Vor zwei oder so drei Jahren dachte ich mir, wir machen Konzerte im Gehen, machen wir doch auch ein Disco im Gehen. Oh, cool. Und es gibt es aber ganz selten. Also es ist, glaube ich, das vierte Mal vielleicht, dass wir das machen. Und es ist immer sehr sportlich. Sportlich, das kann man vorstellen. Und wir lassen uns treiben. Also ich habe so eine vage Idee, aber wo wir landen, wissen wir nicht. Wieso starten wir im 15. Bezirk? Das Projekt ist gefördert vom 15. Von der Bezirksverstehung Kulturkommission, 15. Bezirk. Super. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Genau, ja. Und deswegen bleiben wir auch im 15. Na, das der ist aber groß genug und viel größer, als wir Zeit haben. Ja. Super, danke für Erfolg. Toi, toi, toi für deine Veranstaltung. Ja, ich stehe jetzt bei drei interessanten Frauen. Da stehen die Ingrid, jawohl, die Barbara und die Susanne bei mir. Und jetzt tue ich gleich einmal die Susanne interviewen, die ist nämlich der am weitesten gereiste. Susanne, du kommst aus Zürich, bist du extra wegen der Walking Disco da? Na, sicher schon. Nur deswegen. Ein bisschen wegen der Karin, wegen der Ingrid und wegen der Barbara. Ah, verstehe. Karin bin ich, meine Damen und Herren. Susanne, du bist jetzt in Wien auf Urlaub, nehme ich an. Was erwartest du von heute Abend? Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt? Nein, ich habe natürlich noch nie, ich habe weder ein Silent Disco noch ein Silent Walk oder weißt du, in Zürich Konzert. Bist, wir haben wir das alle schon gemacht. Ja. Aber ich denke mir, es ist ein bisschen eine andere Perspektive auf die Stadt. Tanzen, sich durch die Stadt bewegen, ist natürlich eine schöne Idee. Ja, super. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Erwartung, die du hast, die wahrscheinlich erfüllt werden wird. Dann wünsche ich viel Spaß allen Damen, die hier rund um mich stehen. Viel Spaß. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das hören können. Ich probiere es jetzt nur einmal. Ich nehme meinen Kopfhörer und halte ihn an das Mikro von meinem Aufnahmegerät. Ich stehe in einer Gruppe von ungefähr 30 Menschen, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 50, 60 Menschen und die Menschen haben alle Kopfhörer auf. Sie haben teilweise Bierdosen in der Hand und sie tanzen mitten am Meiselstraße, Ecke Selzergasse. Wir sind hinter der schönen Kirche.
Ja, es ist. Ich habe ja den Sound jetzt im Ohr. Ich bin natürlich auch tänzelnd, weil es einfach super ist. Sie hören am Platz, man hört nichts oder fast nichts. Ein paar Tanzende unterhalten sich über das schöne Lied. Und alle sind wieder glücklich. Es ist eine derartig interessante Marke. Ich kann es schwer beschreiben, wie das funktioniert mit Kopfhörern, ein gemeinschaftliches Erlebnis in der Umgebung einer Stadt zu haben, ohne dass es die Stadt, also ohne dass man laut ist dabei, weil man hört einfach nichts, weil die Leute haben diesen Sound nur im eigenen Ohr drinnen und es haben aber, also es ist nicht so, wie wenn man mit Kopfhörern durch die Stadt geht und halt seinen eigenen Sound hat, sondern es ist eben ein gemeinschaftliches Erlebnis. Ich bin mit diesen Menschen hier am Platz verbunden über die gemeinsame Musik, die wir jetzt gleichzeitig hören und wir tanzen alle zum gleichen Sound und wir genießen es alle. Und rundherum, die Menschen schauen natürlich, was ist da los? Ne? Da ist eine ältere Dame im Rollator, die dreht sich gerade um und schaut, was da los ist, weil es einfach merkwürdig ausschaut. Da sind jetzt diese 60 Menschen, die sich bewegen, alle irgendwie zum Rhythmus. Ja, es schaut. Es ist ein Disco ohne Ton. Also kann nicht mehr sagen dazu. Und es macht dann irrsinnigen Spaß. Die Disco-Karawane zieht weiter. Wir waren gerade vor der Kardinal-Rauscher-Platz vor der großen Kirche getanzt, im Wasserbassin spielen die Kinder. Wir tanzen mit unseren Kopfhörern in unserem. Da schreit jemand. Das ist lustig. Na, die Kinder haben natürlich einen Spaß mit uns, weil es einfach so merkwürdig ausschaut. Und die Kirche hört man jetzt im Hintergrund und wir ziehen weiter Richtung, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hingehen, werden wir sehen. Wir sind in einer Straßenbahn, vor einer Station mit der Straßenbahn. Alle tanzen, große Aufregung natürlich. Jetzt steigen wir wieder aus. Wir sind jetzt eine Station gefahren mit dem 49er. Und das ist wirklich ein großes Erlebnis eigentlich mit einer Gruppe Menschen gemeinsam Disco in einer Straßenbahn zu erleben. Ja, war lustig. So, jetzt weiß ich, was das Spektakuläre ist für mich an den Veranstaltungen des Oliver Hangl, die Silent Gesteck-Discos, die heute Silent Walking-Disco. Ich stehe hier im Reithofer Park, Sie hören die Kinder hinter mir spielen. Vor uns ist ein Klettergerüst und in diesem Klettergerüst klettern jetzt gerade 7 erwachsene Menschen mit Kopfhörern und tanzen dort. Und das ist das Spektakuläre, erleben die Stadt Wien, ihre Heimatstadt oder die Züricher Susanne ist ja aus Zürich da, diese Stadt Wien, was auch immer der Bezug dazu ist, vollkommen abgelöst von normalen
Erlebniswelten. Also die stehen jetzt da oben und tanzen eben mit diesem Musiksound im Ohr, alle den gleichen, weil es einfach eine Silent Disco Veranstaltung ist. Und haben sowas in ihrem Leben noch nie erlebt. Sie sind noch nie in einem Klettergerüst gestanden und haben getanzt zu irgendeinem tollen Rhythmus. Und sie werden das auch vermutlich nimmer mehr erleben, weil das einfach sowas Schräges ist. Das gibt's normalerweise nicht. Und das ist das Spektakuläre an den Veranstaltungen vom Oliver Hangl. Und darum bin ich froh, dass ich heute wieder da bin und genieße es sehr. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die alle wieder sicher da runterkriegen. Silent Walking Disco ist vorüber. Wir ziehen uns jetzt zurück ins Augustin, schöne Augustin. Und Susanne, wie hat es dir gefallen? Ja, was gibt es Schöneres als fröhliche Menschen, die tanzend durch die Straßen ziehen in Zeiten wie diesen? Ja, das stimmt. Ingrid, wie hat es dir gefallen? Es ist einfach genial. Es macht so viel Spaß. Und es war jetzt besonders lustig, die Kopfhörer abzunehmen und dann die Leute einfach tanzen zu sehen. Ja. Das war irrsinnig witzig. Ja? Ja. Zuerst mit der Musik ist es irgendwie so vollkommen normal, dass man da halt so tanzt. Aber wenn man dann die Kopfhörer abnimmt, dann weiß man, wie es wirkt auf die anderen. Ja. Und das wird ein bisschen komisch eigentlich. Es ist komisch, aber lustig. Voll nett. Ja. Na super. Barbara, magst du auch was sagen? Ja, ich kenne ja die Gegend ohne Kopfhörer bestens und es ist aber trotzdem wie durch die Welt mit anderen Augen gehen in den Kontext jetzt. Also es war wirklich sehr bereichernd und ja, wie eine andere Perspektive einfach. Cool, super, schön. Danke für das Interview. Dann wünschen wir uns nur einen schönen Abend gemeinsam im Augustin. Genau. So, das war's dann für heute aus dem 15. Bezirk. Schmidt. Der Oliver Hangl Veranstaltung Silent Walking Disco und ich hoffe, Sie haben einen Spaß gehabt. Interessanterweise, ich bin ja Grätzl-Korrespondentin Süd, habe ich mich heute mal im Norden herumgetrieben. Ich hoffe, Birgitte und Birgit, dass das in Ordnung ist, aber es hat sich heute einfach so ergeben und der 15. Bezirk ist ja an allen und Ecken und Enden der schönste von Wien. Okay, damit gebe ich zurück ans 15 Minuten im 15. Studio.